Hallo und willkommen zurück zu Planet Zoo. Wir haben definitiv eine Überbevölkerung bei den Pfauen. So, 4,7. 11,3 Jahre alt. Den kann ich aber nicht freilassen. Den schon. Und wenn wir das jetzt machen... Bye bye. So, das heißt, wir haben hier noch zwei Männchen. Drei Männchen. Wenn wir noch einen freilassen, den können wir nicht. Den können wir. So, jetzt haben wir aber immer noch ein Problem mit dem Rückzugsort. Gut, das heißt, Art, blauer Pfau. Hoppla. Immer noch nicht genug. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Nein, das wollte ich nicht. Überhaupt nie verwendet worden. Warum füttert das niemand? Bist du da jetzt? Mann, tust du nicht. Verstehe ich nicht. Bei den Wölfen oben funktioniert das. Komisch. Schauen wir mal, ob wir da noch was anderes haben. Nein, nicht großer Panda, Grizzly Bear. Schau mal, vielleicht funktioniert es ja doch irgendwie. So, pass auf, jetzt werden wir aber... Gut, den einen Mitarbeiterraum werden wir dort lassen. Ich will nicht den Baum. Die Tierpflegerhütte vielleicht auch. Die werden wir dann nur umbauen. Die Werkstatt. Quarantäne.
Das Tierhandelszentrum, das können wir eigentlich auch da aufsetzen. Das ist jetzt ein Weg, nein, ne? Nee. So, jetzt. Was haben wir da hinten noch stehen? Die Forschung. So. So, verwende es jetzt. Dann setzen wir da nach hinten, dann bauen wir einen Weg. Gelände. Ach Gott, bitte. Also. Das mit den Wegen ist echt eine Katastrophe. Das funktioniert ja super. Warum kann ich da keinen Weg anschließen, bitte? Gott, ist das alles so schwierig? Ich verstehe das nicht. Ja, ist ja gut. Ist ja alles gut. Das ist ja irgendwo ein Weg, oder? Das ist ja so ein Ding. Leider nicht. Nein, das wollte ich nicht. So. Nein, das wollte ich auch nicht. Die Steuerung ist eine reine Katastrophe, ganz ehrlich. Entweder bin ich einfach nur zu doof dafür.
So. Sei ja, dass da noch ein Weg ist. Also kann ich den nicht, jetzt kann ich ihn löschen. Da ist auch noch ein Weg. Geh weg. Okay, toll. Ich habe wahrscheinlich diese Krankheit nicht entdeckt, ne? Also erforscht. Ach Gott, was ist denn das? Camylobacterus, was auch immer. Das da. Oh je. So, und einmal für die Spinne haben wir auch ein Layout. So. Mehr haben wir noch nicht. Okay, na, den Karton haben sie auch schon ziemlich zernägert. So. Ist das jetzt besser mit den... mit diesen Mitarbeitergebäuden? Ich glaube schon. So, Souvenirladen hätten wir. Dann macht er mal. Achso, ich hab's gar nicht geschaut. Naja, wurscht. Gehege 2, das ist das Pfauengehege, okay. Was ist bei Gehege 3? Was passt da nicht?
Das Trinkwasser in Gehege 1, Gehege 1, Gehege sollte schnellstens gereinigt werden. Ah. Okay. Okay. Sollen wir schauen. Ob das sowas funktioniert. Und da rein jetzt die Wasseraufbereitung. Das wäre der Plan zumindest. Wieso sind jetzt meine... Ah, ja, natürlich. Na, genau dort wollte ich ihn hinhaben. Ach Gott. Das sieht man so schlecht, das ist unglaublich. So, ich brauche aber einen Weg dahin jetzt auch noch, ne? Da tut der das Wasser jetzt sauber machen. Ich glaube schon. Gut. Und... Nein! Hallo? Das hier oder was? Ja. Pflanzen. Sauberkeit ist gut. So, ich brauche jetzt trotzdem dann noch einen Weg. So. Ach Gott, Mitarbeiterraum. Kann man da nicht vielleicht irgendwo einen hinbauen, weil es schon langsam geht mir das da ziemlich am Zager.
Wie sieht denn das jetzt mit der Forschung aus? Sind wir da jetzt irgendwie schon? Nein, sind wir nicht. Wie auch immer die da oben jetzt was zum Essen gekriegt haben. Ist er krank? Flüssigkeitszufuhr war stark verunreinigt. Okay, das heißt, wir brauchen hier auch so eine Wasseraufbereitung. Oh je. Was haben wir da genommen? So ein Shop, gell? Und jetzt die Wasseraufbereitung da eine. Ja. Wenn wir die da wieder irgendwie reinbringen. Ja, natürlich. Genau so wollte ich das haben. So. Gut, was haben wir da hinten nicht das genommen? Wir haben das genommen, gell? Vorher hat es ja auch reinpasst. Kann man jetzt bitte was sagen, warum es jetzt nicht reinpasst?
abgesehen davon, dass das schon wieder wahrscheinlich irgendwo ist und einer dort, wo sie hingehört. Wieso? Wieso kann ich dich hier nirgends hinstellen? Der Rallbearbeitung fehlgeschlagen. Ja, jetzt schweben halt ein bisschen in der Luft. Das schaut natürlich viel besser aus. Aber gut, was soll's. Da sieht man ja das Terrain nicht. Das ist ja das Nächste. Warum? Schau, wie das ausschaut. Sehe ich jetzt da irgendwo, wie weit das geht, oder ob das überhaupt irgendwas tut? Behandelte Gewässer 1. Das Ding wird keinen Strom haben, ne? Schaut ja alles da voll kacke aus, bitte. Kann man diese Sicht... Ich würde es gern... Ich würde diese Sicht gern ausschalten, danke. So, jetzt steht das Ding wenigstens halbwegs gescheit am Boden. Gibt es das Gebäude nicht auch ohne Inhalt? So.
was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Der braucht jetzt noch Strom. So, und jetzt machen wir noch da auch ein Häuschen drum. Ich bin so ein Vollidiot. Ich baue da die ganze Zeit einen Transformator hin. Ich will doch gar keinen Transformator, verdammt. Ich möchte eine Wasseraufbereitung. Gott, ich bin so dämlich. Es ist unglaublich. Welches Gehege? Gehege 2. Das ist das da. Ja, ich... ja. Okay, Leute, ich würde sagen, wir haben jetzt eigentlich fast die ganze Folge nur mit diesem Wasseraufbereitungskäse da vertan.
Ich werde jetzt offline noch hier für die Pfauen auch noch so eine Wasseraufbereitung bauen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder und kümmern uns wieder um die wirklich wichtigen Dinge, nämlich Gehege und Tiere. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.